Hallo, schönen guten Tag an euch alle. Ja, ein Garten ist was Wunderschönes. Man kann sich im Garten setzen, man kann es genießen, man erntet seine Äpfel, alles, aber man muss auch ein bisschen machen. Hier habe ich eine schöne Holzhütte, da sitzen wir ab und zu abends drinnen, da erzählt man sich abends schöne alte Geschichten oder auch Geistergeschichten oder Horrorgeschichten. Das macht richtig Spaß. Aber so eine Hütte braucht auch sehr viel Pflege, zweimal im Jahr. Früher, bis vor einem Jahr, bin ich immer noch hingegangen. Schön mit dem Pinsel gestrichen. Dann brauchte ich für die Hütte mehrere Stunden. Dann habe ich mir überlegt, es geht auch anders. Jetzt ziehe ich mir diese Maske an, nicht wegen Corona, als Schutzmaske, wo sie auch normal früher für geeignet war. Dann habe ich mir so eine Sprühpistole geholt und da geht viel schneller, wenn wir gucken. Das Schöne ist, die arbeitet nicht mit einem Kompressor, sondern nur mit Luft. Und das heißt, wenn man anhält, ist auch kein Energieverbrauch, alles. Und man sieht sofort, in Sekundenschnelle, alles sauber gedeckt. Und wenn man sich dann überlegt, man kann einen Gartenzaun oder auch so eine Holzhütte in einem Bruchteil der Zeit sprühen. Und es geht genauso, und ich komme in jede Rille rein, man sieht es, hier läuft es raus. Da kann man, der verteilt auch ein bisschen mehr. Holzschutzfarbe ist gut, das hier ist ökologische Holzschutzfarbe, ist wichtig für meinen Garten, weil in meinem Garten tue ich auch keine Gifte sprühen und alles. Es ist alles so, und hier, wie gesagt, meine schönen Bäume stehen hier. Aber die Hütte soll auch erhalten bleiben. Deswegen zweimal im Jahr tue ich sie sprühen mit Farbe. Früher habe ich sie gestrichen. Da habe ich im Durchschnitt für die komplette Hütte, bis sie perfekt gestrichen war, auch hier unten drunter, so 3 bis 4 Stunden gebraucht. Das gleiche mache ich jetzt mit der Sprühpistole. Innerhalb von circa halbe Stunde, wenn ich mir Zeit lasse, 3/4 Stunde. Und ist auch genauso sauber, wie man sieht hier. Es tröpfelt sogar runter, das ist kein Problem. Und so soll es sein. Und wie gesagt, ihr könnt es ja auch mal versuchen, aber immer wichtig, Maske aufziehen. Das nicht wegen Corona, die ziehen wir uns ja auch in Läden auf, weil man sich ja dran hält. Aber wie gesagt, es ist viel schneller gemacht und eine Holzhütte oder auch ein Holzzaun braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Alles klar, dann sehe ich nochmal. Ciao, ciao, euer Manni.